Panelcorn ist ein Pokémon mit dem Typ Käfer, das seit der dritten Spielgeneration existiert und ist die Weiterentwicklung von Wurmple und entwickelt sich wiederum zu Brodox weiter. Des Weiteren ist es das Gegenstück von Charlocko. Panelcorn ist ein kleines, Kokon-ähnliches Pokémon in einem hellen violetten Ton. Das Käfer-Pokémon besitzt einen ovalen Körper, der von der Seide umsponnen ist. Ursprünglich ragten noch vereinzelte dünne Stacheln aus dem Körper, dieses Merkmal verschwand mit der sechsten Spielgeneration. An den Seiten verfügt es über zwei kleine runde Augen, die sich ihrerseits aus violetter Lederhaut, magenta gefärbten Iriden sowie schmalen Pupillen weißer Farbe zusammensetzen. In seiner Shiny-Form ist der sonst leicht violette Körper von Panelcorn kräftig grün gefärbt, gleiches gilt auch für die Lederhaut und die Pupillen. Wie bei Charlocko erlernt auch Panelcorn, nachdem es aus Wurmple entwickelt hat, auf Level 7 nur eine einzige Attacke, nämlich Härtner, und kann keine weiteren Attacken per Level-Up erlernen. Jedoch kann es die Attacken behalten, die es als Wurmple erlernt hat, und kann zudem vom Attackenlehrer ein paar Attacken erlernen. Die Fähigkeit von Panelcorn ist die gleiche wie bei Charlocko, nämlich Expidermis. Dies erlaubt primäre Statusveränderungen wie Vergiftung oder Verbrennung mit einer Chance von 30% am Ende einer Runde zu heilen. Panelcorn baut seinen schützenden Kokorkörper, indem es seinen Körper mit feiner Seide einwickelt, den es aus seinem Mund ausspuckt. Anfangs ist die schützende Schale weich, aber mit der Zeit wird diese härter und in seinem Körper produzieren seine Körperzellen Hitze, die es für seine Entwicklung zu Brodox benötigt. Während es starr auf seine Entwicklung wartet, versteckt es sich unter Laubbergen oder in Astgabeln, um von seinen Feinden nicht entdeckt zu werden. Als Verteidigung besitzt Panelcorn genauso wie Charlocko Stacheln in seinem kokorartigen Körper, die es benutzen kann, um gegen feindliche Angreifer zu wehren. Wird das angegriffen, bewegt es sich jedoch in keiner Weise und erträgt jede Attacke oder Angriff seines Gegners, den es erdulden und ertragen muss. Die Schmerzen allerdings vergisst es nie im Leben. Sobald Risse entstehen, steht die Entwicklung zu Brodox kurz bevor und ersehnt Rache an die, die ihn eines Tages einmal angegriffen haben, und Panelcorn leben dabei hauptsächlich nur in dichten Wäldern. Dabei ist Panelcorn der zweite Teil der Entwicklung von Wurmple zu eben Panelcorn und dann zu Brodox. Dabei präsentieren die drei Pokémon verschiedene Lebensstadien einer Motte. In den Spielen werden die Entwicklungen durch das Erreichen von Level 7 von Wurmple zu Panelcorn, allerdings durch Zufall abhängig von der Personality Value des Wurmples, und dann von Panelcorn zu Brodox auf Level 10 ausgelöst. Mit seinem Käfertypen nimmt Panelcorn halben Schaden gegen Pflanzen-, Kampf- und Bodenattacken, doppelten Schaden gegen Feuer-, Flug- und Gesteinattacken und der Rest macht normalen Schaden.